Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Gutzi Schrauber. Heute geht es ums Thema Synchronisieren einer Einspritzanlage. Ja, inspiriert dazu hat mich der YouTuber Third Edward. Ist ein cooler Kanal, könnt ihr mal vorbeischauen. Ich blende euch hier kurz mal den Namen ein. Der hat sich eine Le Mans 3 gekauft. Es ist also kein Schrauberkanal, aber er hat sich halt eben dieses Motorrad gekauft und hat mich gefragt, ob ich ihm da weiterhelfen könnte in Sachen Vergaser synchronisieren. Und da ich eben kein Spezialist bin für Vergaser, konnte ich ihm nur einen Link geben auf eine Internetseite, die ich ganz gut finde. Ja, aber wie gesagt, das war dann die Idee und ich dachte mir, habe ich ja noch nicht gezeigt hier an der California 1100 und könnte ich ja mal nachholen. Deswegen heute das Thema Synchronisieren einer Einspritzanlage. Ja, im Vorfeld vielleicht noch ein paar Worte zur Historie von Einspritzanlagen der Moto Guzzis. Das Vorgängermodell der California 1100 war die California 3 und die gab es normalerweise mit Vergaser, aber so in der auslaufenden Ära gab es dann auch mal ein paar Modelle oder ein paar Stück, wo sie gebaut haben, mit Einspritzanlage schon. Und dann kam eben die California 1100, so das war so rum 1995 rum, also auch schon eine Weile her. Und die gab es dann auch mit Vergaser, komischerweise. Aber das sind ja so Übergangsphasen. Also die California 3 ist normalerweise mit Vergaser ausgestattet, die California 1100, also die 1100 Motoren dann aus dieser Ära, dann mit Einspritzanlage. Ja, und meine California hat eben die Bezeichnung California 1100i. Wie man hier schön lesen kann. Um die geht es heute. Und ja, da gab es natürlich auch verschiedene Ausbaustufen von Einspritzanlagen. Die hier verbaute ist eine der ersten Generationen. Die hat auch hier hinten unterm Rücksitz noch einen so ein Riesenteil an Steuergerät, das P8. Und auch noch keinen, soweit ich jedenfalls weiß, noch keinen Schnittstellenstecker für OBD. Oder bei Guzzi gibt es ja so ein spezielles Gerät, das Axone. Das kam dann erst eine Generation später. Da war das Steuergerät auch viel, viel kleiner und saß dann nicht mehr unter dem Rücksitz, sondern hier irgendwo an der Seite. Sinngemäß stimmt das natürlich auch bei allen anderen Einspritzanlagen mit zwei Drosselklappen. Die neueren Guzzis, wie meine 1400 hier im Hintergrund, die haben nur noch eine zentrale Drosselklappe. Da hat sich das Thema Synchronisation dann an der Stelle sowieso erledigt. Ja, ich würde mal sagen, legen wir los. Es gibt ein bisschen was zu beachten, bevor man da rangeht an die ganze Sache und das zeige ich euch jetzt. Ja, und hier sehen wir schon mal die Infahrt Richtung rechte Seite. Und was hier schon mal auffällt, ist hier der TPS, also TP-Sensor, Throttle Position Sensor heißt er auf nicht Deutsch. Ja, und das ist, wie man sieht, auch noch ein relativ großes Teil, sitzt hier unten auf dem Kopf praktisch. Das ist eigentlich die Oberseite, wenn man so will, wenn man den Sensor selbst mal einfach so sieht. Ja, der muss zuerst richtig positioniert sein, beziehungsweise man muss kontrollieren, ob der auch wirklich richtig steht. Ja, hier sieht man ja die Verschraubung auf der rückwärtigen Seite genauso, sieht man jetzt gerade nicht, und mit Langlöchern drin. Und den muss man exakt ausrichten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das vorher kontrolliert und wenn nötig auch nachstellt. So wird dieses Teil hier im Werkstatthandbuch gezeichnet. Und hier sieht man drei Anschlüsse. Und wie gesagt, er ist so eingebaut, dass diese Seite die Unterseite dann ist. Also muss man ein bisschen umdenken. Hier steht schon mal die Zahl 100 oder 0,150. Das heißt, wenn der in Ruhestellung ist, in Grundstellung, müsste er 150 Millivolt plus minus 15 Millivolt anzeigen. Werden wir dann sehen, ob das bei mir auch schon so ist. Was man natürlich auch unbedingt beachten sollte, bei der Synchronisation sollte oder muss der Motor in etwa betriebswarm sein. Also man liest hier verschiedene Werte zwischen, ja, 60 und 80 Grad Celsius mindestens, damit der eben nicht mehr in der Kaltlaufphase ist, sonst verfälscht man ja die ganzen Messungen. Hier auch noch mal ein kleines Detail am Anfang. Diese Schraube sollte man ohne Not nicht verstellen. Das ist Grundeinstellung und das wird eigentlich, hier sieht man auch noch ein bisschen den gelben Lack, das wird von Werk aus eingestellt, weil das hier
die mechanische Achse ist zum TPS hier. Und das Steuergerät geht natürlich hier von einer korrekten Einstellung aus im Vergleich zum TPS, weil es mal also hier 150 mV hat, hier vorne. Dann geht das Steuergerät davon aus, dass die Drosselklappe zumindest hier im Stand dann eine bestimmte Stellung hat. Und wenn man hier verstellt, dann macht man sich ja, viel, viel Probleme, wenn man Pech hat. Also das hier lasse ich so, wie es ist. Das ist immer noch im Originalzustand, auch wenn es schon verschmutzter gelber Lack ist. Aber da habe ich noch nichts rumgedreht. Ja, und an der linken Fahrzeugseite hier haben wir die Verstellschraube, wo man dann die Synchronität der Drosselklappen einstellt. Und zwar wird bei dieser Einspritzanlage erstmal so bei ca. 4000 Umdrehungen die Synchronität eingestellt und dann erst Leerlauf. Und zwar Leerlauf stellt man dann ein hier über diese Bypassschrauben, die gibt es an beiden Seiten. Die muss man dann im Leerlauf langsam rein oder rausdrehen, dass eben hier auch im Leerlauf Synchronität herrscht. Das wird dann hier so gezeichnet, wenn man hier die Drosselklappe hier ansieht. Da ist dann der Ansaugtrakt, sag ich mal. Und hier haben wir eben hier den Bypass und hier stellen wir dann das Leerlaufgemisch ein. Das wird dann rechts und links immer mal wieder stufenweise so verstellt, dass es eben dann beidseitig gleich ist. Und hier noch, bevor man anfängt zum Verstellen, ein wichtiges Detail. Das hier ist der Bautenzug des Chokes-Hebels. Den muss man auch aushängen, dass der das nicht verfälscht. Dahinter sieht man das Gasseil, das lasse ich drin, da ist ein gewisses Spiel drin. Sieht man, das ist nicht gerade, es sollte auch nicht gespannt sein, muss ja immer ein bisschen Spiel haben. Das lasse ich drin. Und an der anderen Seite hängt man hier das Gestänge noch aus, damit eben auch hier im ersten Augenblick, wenn man dann den TPS einstellt, keine Verfälschung hier da ist. Also dieses Gestänge muss vorher mal kurzzeitig ausgehängt werden. Ja, und jetzt mache ich erstmal die hintere Sitzbank ab. Das ist ein bisschen aufwendiger, die ist da hinten verschraubt. Die vordere geht ja ganz einfach weg, aber hinten muss man schrauben. Da sitzt nämlich dann das Steuergerät dahinter und da gibt es auch eine Leerlauf-Gemischschraube. Die sollte man jetzt, wenn man jetzt keine Messgeräte, CO2-Messgeräte hat, erstmal so auf Mittelstellung drin. Ja, das Steuergerät sieht man natürlich auch schon, wenn man den Fahrersitz abnimmt, aber leider diese Schraube, von der ich gesprochen habe, sitzt hier irgendwo hinten drin. Da kommt man nicht dran. Es ist irgendwo hier in dem Bereich. Ich habe das mal wieder mit drei doppelseitigen Klebeband verklebt damals. Das ist jetzt locker, sag mal, 5-6 Jahre her, wo ich da das letzte Mal dran war. Und da ist normalerweise so ein kleiner Gummistopfen drin. Der war damals nicht mehr drin, nicht mehr vorhanden. Deswegen habe ich es hier nochmal abgedichtet. Werde ich natürlich dann wieder machen mit frischem Klebeband. Und da drin sitzt eben die Leerlauf-Gemisch-Einstellschraube. Und die stelle ich jetzt erstmal auf Mittelstellung. Die hat laut Handbuch, glaube ich, 4,5 Umdrehungen und keinen festen Anschlag. Das heißt, ich drehe jetzt erstmal auf links und höre dann, ob es klickst. Jetzt hat es leicht geklickt. Müsste es dann wieder tun. Ja. Also hier bin ich auf Linksanschlag. Und jetzt drehe ich einfach mal probehalber nach rechts, wie lange es oder wie viele Umdrehungen die hat. Manchmal liest man nämlich auch von 5 Umdrehungen. Das ist jetzt senkrecht. Eine. Zwei. 3, 4, 1,5, 4 und Viertel waren es. Ja, 4 und Viertel. Ja, blöd zu rechnen. So, jetzt hat es geglückst. Jetzt gehe ich mal 2 und ein paar zerquetschte Umdrehungen wieder zurück. 1, 2 und ein bisschen. So, jetzt müsste ich in etwa eine Mittelstellung sein. Ja, und das ist eben die Vorgrundeinstellung zum Synchronisieren der Einspritzanlage. Bevor ich sie aber jetzt warm fahre, kontrolliere ich erstmal nochmal die Werte dieses TPS und dazu hänge ich mal dieses Gestänge hier aus. Daran hängt die restliche Mechanik mit Gaszug, mit Choke und so weiter. Den muss ich später dann auch nochmal aushängen. Und dann
läuft das Ganze hier nur an diese, wie schon erwähnte, Grundeinstellschraube. Da hinten drinnen, sieht man jetzt nicht im Film, ist auch noch die Leerlauf-, die Standgasschraube, so muss man sagen. Die hängt auch mit an dieser Mechanik dran, also es reicht, wenn man hier an der Stelle diesen Hebel hier mechanisch mal trennt und dann ist man auf alle Fälle sicher, dass diese Mechanik hier ohne irgendwelche Einflüsse an diese Grundeinstellschraube anschlägt, was sie hier aber auch schon tut. Aber wie gesagt, ich mag es einfach der Vollständigkeit halber. Weil es in jedem Handbuch so drin steht. Ja, jetzt. Jetzt hat er sich überzeugen lassen. Kleines Teilchen, legen wir mal vorsichtshalber beiseite. Scheibe drüber. So, und jetzt kann man schon dieses Gestänge einfach nach oben hin aushängen, beiseite legen. Und jetzt haben wir nur noch diese Geschichte dran. Da kann man auch gleich mal schauen, ob das alles ein bisschen sauber ist. Aber da kann sich eigentlich, obwohl es außen liegt, nicht so sehr viel Dreck anliegen. Fest ist die Schraube noch. Ja. Jetzt muss ich an diesen Stecker ran. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe hier zwei Drähte jetzt mal hinten am Stecker eingesteckt. Von hinten gesehen, Mitte und rechts. Und die Zündung angemacht und messe hier gerade. Moment, ich halte jetzt meine Kamera ein bisschen rauszoomen, andersrum. So, 0,31211 Volt, also 0,3 ein paar zerquetschte Volt. Jetzt drücke ich hier mal auf die Mechanik. Dann ändert sich da natürlich was. Haben wir jetzt den TPS-Sensor oder TPS verändern. Und ist immer in etwa, pendelt sich es wieder ein, 0,31 ein paar zerquetschte. Das ist ungefähr doppelt so hoch, wie es sein sollte. Also zum Glück habe ich da mal nachgeschaut. Da hat sich anscheinend die letzten Jahre schon was verstellt. Also es kann auch nicht sein, dass hier diese Schraube vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, mechanisch verdellt wurde oder dieser Blechwinkel hier. Weil sonst müsste ich da genau den anderen Effekt haben. Ich drücke jetzt mal ganz bisschen drauf. Dann wird die Spannung größer. Also wenn hier praktisch ein mechanischer Verschleiß da wäre, dann müsste die Spannung ja eigentlich noch kleiner werden. Ja, das heißt, wir müssen diesen Sensor hier mal neu justieren. Dazu lockere ich jetzt mal zum einen die vordere und die hintere Schraube hier, ganz leicht. Gerade so viel, dass ich den dann bewegen kann. Ein bisschen rantasten. Hinten. Dazu sollte man natürlich zuerst die Zündung ausmachen, vorsichtshalber, falls hier so ein Drähtchen rausrutscht, was relativ leicht passieren kann. Ich gebe mal das Messgerät weg. Das sieht man schlecht hin da hinten. Da muss man sich ein bisschen rantasten. So, ein bisschen locker. Teste mal, ob sich, ja, jetzt lässt er sich bewegen. Und jetzt mache ich die Zündung wieder an. Muss mal schauen, ob das ohne Benzinpumpe geht. Ne, dann muss mitlaufen. Sonst habe ich hier keine Anzeige. So, jetzt drehen wir das Ganze mal ein bisschen, testweise. Das schaut schon mal gut aus hier. 0, 100. Nein, das war noch nichts. Das ist ganz, ganz empfindlich eingestellt. Wahrscheinlich werde ich es durchs Zuschrauben schon wieder verstellen. Da muss man jetzt ein bisschen rumprobieren. Ihr seht schon, da braucht man nur ganz leicht hinkommen. Jetzt wäre es gut, 0,152, 0,153. Aber ihr werdet sehen, wenn ich die Schraube schon alleine, wenn ich die zuschraube, wird sich es wahrscheinlich verstellen, fürchte ich. Ich lege mal das Messgerät ein bisschen beiseite. Ich zeige es euch nachher zum Schluss. Sonst kann ich da nicht richtig ran an die Schrauben. Ne?
Man sieht hier überhaupt nichts. Das muss man echt ja fühlen hier. Ich hole mal einen Spiegel, vielleicht geht es besser mit Spiegel. Ja, da sieht man ein bisschen was. So, schraube ich mal zu. Jetzt habe ich 0,154. Das wäre ja super, wenn es so bleiben würde. Was ich echt nicht glaube. Würde mich wundern, aber es sieht so aus, wenn es stabil bleiben würde. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Jetzt suche ich mir meine Schraube wieder hier. Jo, dann noch einen kleinen Tick und dann muss eh reichen. Ja, das passt. So, jetzt haben wir 0,154, oder? Ja. Und das ist ein Toleranzbereich. Jetzt machen wir einen Test, nochmal zwei, dreimal die Mechanik betätigen. Ja, und es pendelt sich wieder ein auf die 0,154, also 0,150, nee, 154 Millivolt, so ist es korrekt. Ja, 150 wäre optimal, ideal, 15 steht im Handbuch, plus minus 15 Millivolt, also hier sind wir so sauber im richtigen Bereich. Ja, warum das so weit auseinander lag, das ist mir ehrlich gesagt auch ein kleines Rätsel, aber naja, dafür macht man sowas ja. Zündung wieder aus, Drähte rausgezogen. So, dann haben wir schon mal das hier als Basiseinstellung vollzogen. Gummikappe wieder drauf. Soll ja wasserdicht bleiben. Okay. Kann man gleich mal kontrollieren, ob der Gummi hier noch okay ist. Der bricht manchmal oder wird porös. Der hier passt aber noch ganz gut. Sicherungsklammer ist drin. So, das können wir hier so lassen. Jetzt hänge ich den Mechanik wieder ein und schraube die schon erwähnte Standgasschraube so weit raus, dass sie keinen mechanischen Kontakt mehr hat. Also hier hatte sie den Anschlag und wie ihr seht, hier ist jetzt Spiel und so ist es momentan gut. Die brauchen wir dann erst später nochmal bei der Gesamteinstellung, wenn man das Standgas erstmal über die Bypass-Schrauben etwas regelt. Und wenn das dann passt, dann geht man hier bis auf Anschlag wieder zurück. Und dann müsste sich dann die richtige Standgasdrehzahl einstellen. Apropos Bypass-Schrauben, die schraube ich jetzt auch gleich mal komplett zu. Mache ich jetzt auf der linken Seite natürlich genauso. Ja, die war fast nicht auf, das war gerade eine Viertelumdrehung, wenn ich das hier so abschütze. Und wenn ich schon auf dieser Seite bin, auch gleich den Chokezug natürlich lösen, wie ich ganz anfangs ja schon mal erwähnt habe, nichts vergessen. Dazu braucht man zwei 7 mm Schlüsselweiten, also zumindest bei mir hier. Manchmal wird auch empfohlen, dass man diesen Seilzug hier komplett aushängt. Aber ihr seht, vielleicht, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera jetzt gut sieht, hier habe ich hier locker 5 mm Spiel drin zwischen dem Anschlagblech hier und hier von dieser Scheibe des Batenzugs. Also da habe ich mechanisches Spiel und den Choke lasse ich jetzt vorne und dann passt es soweit. Ja, jetzt ist es tatsächlich soweit. Jetzt kann ich den Motor warm fahren, betriebswarm. Wie ja schon erwähnt, 60 bis 80 Grad, manchmal liest man auch 100 Grad. Jedenfalls fahre ich jetzt da mal so ein paar Kilometer und komme dann wieder in die Werkstatt und fange dann auch schon zügig an zu synchronisieren, damit eben das ganze System möglichst warm bleibt dabei. Wie ich schon erwähnt habe, zunächst erstmal so im Teillastbereich, so bei 4000 Umdrehungen in etwa. Da verstellt man dann die Drosselklappen und anschließend verstellt man erst
mittels Bypass-Schrauben das Gemisch im Standgas sozusagen. Und da muss man natürlich beidseitig einigermaßen synchron arbeiten und erhöht dadurch etwas so das Standgas. Wenn es dann schon passt, dann schraubt man eben dann die Standgasschraube wieder auf, gerade noch auf Anschlag. Das ist einfach nur eine mechanische Rückversicherung, dass da sich nichts mechanisch verändert. Ja, so ist die Vorgehensweise. Und ich setze mir jetzt den Helm auf, ziehe mir eine andere Hose an und fahre die Maschine erstmal warm. Ja, die Maschine ist jetzt betriebswarm und jetzt schraube ich noch die zwei Adapter drauf. Ich stelle euch jetzt kameratechnisch ein bisschen in die Totale, einfach damit ich ein bisschen Aktionsradius hier habe und zeige euch dann anschließend die Ergebnisse und die Details. Ja, hier sind ja so Verschlussschrauben dran. Mache ich jetzt mal auf. Was ich jetzt bei der Warmfahrt festgestellt habe, ist, dass er jetzt eigentlich sauber momentan bei ca. 920 Umdrehungen Standgas läuft. Schön rund. Obwohl ja die beiden Bypassschrauben total geschlossen sind. Mal mit dem 10er Schlüssel nochmal nachziehen. Da bin ich mal gespannt, was ich hier überhaupt noch verstellen muss. Wenn der sauber läuft, also er soll ja dann Standgas zu circa um die 1000 Umdrehungen haben, laut Handbuch 1000 und ein paar zerquetschte. Also ich werde ihn in etwa so auf 1000 Umdrehungen einstellen. So. Und auch noch. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, es ist alles heiß jetzt. So, meine Werkstatttore oder mein Tor habe ich ziemlich geschlossen. Weil ich werde ja jetzt erstmal, wie angekündigt, bei zwischen 3.500 und 4.000 Umdrehungen synchronisieren. Ich sage da ganz zum Schluss noch ein bisschen was dazu, warum ich das so mache und warum man das oder warum das auch empfohlen wird, teilweise. Beziehungsweise nicht teilweise, sondern eigentlich üblicherweise. So, jetzt die Unterdruckuhren dran. Ich lege die mal hier oben drauf. So, ich werde jetzt mal Motor anlassen, synchronisieren oder schauen, was man überhaupt noch synchronisieren muss. Und dann nehme ich euch vom Stativ und gehe dann schon mal ins Detail hier, dass ihr das natürlich auch seht. Aber im Moment lasse ich euch mal am Stativ stehen. Dann schreiten wir mal zur Tat. Übrigens, die Schrauben an den Stoßdämpfern hinten habe ich natürlich festgezogen, bevor ich gefahren bin. Nicht, dass da jemand meint, ich fahre hier mit lockeren Fahrwerksschrauben rum. Ja, dann lasse ich das mal an jetzt. Ja, das Tor ist ziemlich geschlossen momentan. Jetzt, wie gesagt, ich möchte es mir ja mit meinen Nachbarn nicht verscherzen, wobei ich das ja nicht wirklich oft mache hier. So, dann bin ich mal gespannt. Ich muss hier mit einem 7er Gabelschlüssel ran. Da ist zwar eine Schlitzschraube drin, die geht nach innen sozusagen, die schauen ja nach innen. Ich habe schon geschaut, von rechts kommt man eigentlich nicht dran, außer mit einem extrem ultra langen Schraubendreher. Aber ich mache das jetzt mit dem 7er Gabelschlüssel. Der passt hier an der Stelle, wenn ich da überhaupt was verstellen muss. Jetzt stelle ich mal die Uhren erstmal so ein, dass sie nicht mehr so zappeln. Zwischen 300 und 4000 Umdrehungen. Ja, die sind jetzt ziemlich synchron. Also da merkt man kaum irgendeinen Unterschied. Ich habe leicht nachgereguliert und jetzt laufen die sauber synchron alle beiden.
bei ca. 4000 Umdrehungen. Ist nicht immer einfach, habt ihr schon gesehen, da die Drehzahl zu halten oder hinzubekommen, wenn er in Leerlauf ist. Ja, der hat keine Last in dem Sinn. So, und jetzt gehen wir mal an die Leerlauf- oder Standgasdrehzahl beziehungsweise an die Synchronisation. Jetzt erstmal das Tor wieder aufmachen. Ein bisschen stimmt es ja schon. Ja, ihr habt gesehen, bei ca. 4000 Umdrehungen sauber synchron und auch im Leerlaufbereich sauber synchron jetzt. So lasse ich das. Ich habe hier bei den Bypass-Schrauben kaum was verstellen müssen. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde das Standgas mittels Standgasschraube so einstellen, dass es eine leichte Drehzahlerhöhung gibt. Jetzt bin ich so circa bei 900, 920 Umdrehungen pro Minute, zumindest nach meinem Tacho hier oder nach meinem Drehzahlmesser hier. Und das werde ich jetzt mittels Standgasschraube noch einen Ticken hochdrehen, aber nicht sehr viel, nur damit man es oder so weit, dass man merkt, die Standgasschraube ist auf Anschlag. Und ich bin der Meinung, so jetzt, wie sie jetzt schon läuft, ist sie, passt es von der Drehzahl her, auch wenn es im Handbuch ein bisschen höher drin steht, klar. Aber ich, wie gesagt, ich werde es ein bisschen erhöhen, aber nicht so wirklich viel. Ich werde so knapp an die 1000 Umdrehungen rangehen. Das ist für Einspritzer eigentlich ganz normal, zumindest aus dieser Ära. Tja, warum mache ich jetzt das in dieser Reihenfolge? Es bringt Vorteile, wenn man zunächst die Bypassschrauben total schließt, weil dann hat man an der Stelle ja eigentlich schon saubere Synchronisation. Zumindest beeinflusst ja da nichts mehr. Man kann ja von vornherein nicht wirklich sauber wissen, wie weit die aufgedreht sind. Oder man kann es natürlich anhand der Umdrehungen natürlich kontrollieren. Aber man weiß jetzt nicht, wie viel Bypassluft wirklich da durchfließt. Deswegen macht es Vorteile, wenn man die erst einmal komplett schließt und dann die Klappen zunächst erst einmal synchronisiert. Und da liegt man ja auch so im Teilausbereich. Das heißt, man sagt so, die Bypassschrauben beeinflussen den Wert so circa bis 50% Klappenöffnung. Und das kann man im Prinzip hier dann einfach mal vermeiden, indem man die beide erst einmal zumacht. Ja, und dann, wie gesagt, synchronisiert man die Klappen und anschließend synchronisiert man dann das Standgas mit den Bypassschrauben. Genau genommen müsste man jetzt ein CO2-Messgerät hier nochmal hinten reinstecken in den Auspuff und dann auch noch die Schraube am Steuergerät damit ins Spiel bringen. CO2-Messgerät habe ich jetzt gerade natürlich nicht, aber ich werde es dann beim nächsten TÜV sehen oder bei der nächsten Hauptuntersuchung, ob die Werte passen. Und ansonsten müsste man dann auch natürlich noch ein bisschen nachregeln. Ja, das war's schon auch wieder mit dem Synchronisieren. Ich werde natürlich jetzt anschließend noch eine Probefahrt machen. Freue mich schon drauf. Ja, die Probefahrt war erfolgreich. Man merkt also schon einen Unterschied. Deutlich eigentlich. Überraschend deutlich für das, was ich eigentlich wenig gemacht habe dran. Gut, der TP-Sensor, der war ganz schön verstellt. Das war, denke ich mal, der größte Einzelfaktor von dieser ganzen Geschichte jetzt. Ja, also nimmt sehr gutes Gas an. Ihr wisst ja, Einspritzer haben ja manchmal das Problem, dass sie ein bisschen so plötzliche Gasannahme haben. Hat sie natürlich immer noch ein bisschen, wird man auch nie wegkriegen. Aber ist wesentlich besser wie vorher, nimmt relativ weich das Gas an, wie gesagt. Zieht schön hoch,
Und man merkt schon auch, dass sie etwas weicher läuft. Also der Motor läuft weicher, wobei Weichlaufen bei einer Moto Guzzi natürlich immer relativ zu sehen ist. Zumindest bei den Guzzis aus dieser Ära. Bei den neueren schaut es wieder ganz anders aus. Ja, aber ich merke da schon hier einen Unterschied. Läuft sauber, weich, relativ wie gesagt, und zieht wirklich gut hoch. Und zwar richtig vom Drehzahlkeller, so ein bisschen knapp unter 2000, ich sag mal mit dem vierten Gang oder dritten Gang, je nachdem, was man halt gerade so fährt. Und zieht sauber hoch und das macht sie deutlich besser als vorher. Also ich bilde mir das zumindest ein. Ja, das, wie gesagt, ich führe es zurück auf die Justage des TP-Sensors. Es sind natürlich jetzt keine Welten dazwischen, ist ganz klar. Aber man merkt schon Unterschied, sie läuft besser und das wollte ich damit ja auch erreichen. Und dann war es das schon mit Synchronisation einer Einspritzanlage der Moto Guzzi 1100i. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.